Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung. Ich hoffe, Sie haben alle entspannte Osterferien verbracht. In diesem Jahr ja wirklich, wirkliches Aprilwetter mal wieder. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Social Media Advertising. Ich habe bereits zu Beginn der Vorlesung mit Ihnen über die verschiedenen Traffic Channels gesprochen. Nicht nur im Social Media Bereich, ganz allgemein, wenn man digitale Medien betrachtet, beispielsweise auch Webseiten, ist natürlich immer eine grundsätzliche Frage in der Marketingstrategie, in der Ausrichtung der Webseite, wo bekomme ich meine Besucherinnen bzw. Kundinnen her? Ein wichtiger Weg bei Webseiten ist die organische Suche, also sprich die Platzierung auf Google. Wenn es gelingt, die eigene Webseite auf Google entsprechend gut zu platzieren, eben für die richtigen Keywords sichtbar zu machen, bekommt man auf diesem Weg Besucher. Alternativen sind andere Werbekanäle. Denken Sie beispielsweise an Fernseh- oder Radiowerbung. Da werden häufig Domains oder URLs durchgesagt. Da hat man immer einen Medienbuch, das muss man sich merken. Man kann auf Printmedien oder auf Plakaten QR-Codes oder auf Einladungen integrieren. Dann gibt es natürlich noch andere digitale Kanäle wie Newsletter. Ein Traffic-Channel ist Social Media und natürlich auch Werbung. Im Suchmaschinenbereich wären das AdWords oder Suchmaschinenwerbung. Auf anderen Webseiten Bannerwerbung oder eben andere verschiedene Werbeformen, Videos und so weiter. Im Social Media Ökosystem, im Social Media Kontext gibt es neben der organischen Verbreitung, die eben über die Algorithmen der einzelnen Plattformen gesteuert wird, auch die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Wir müssen da unterscheiden, mal ganz grundsätzlich oder anders gesagt, in der Entwicklungsgeschichte, in der Entstehung von Social Media, am Beginn dieser Plattformen waren die eigentlich alle so gut wie werbefrei. Als Facebook begonnen hat in den ersten Jahren, gab es gar keine Werbung. Später dann wurden ganz analog, wie man es von diversen populären Webseiten kennt, verschiedene Banner-Werbeplätze angeboten. Und dann irgendwann, da kann man durchaus, glaube ich, sagen, dass Facebook diese Form des Social Media Advertisings erfunden hat, gab es dann Werbung im Feed. Ein ganz zentraler Bereich bis heute und einer der wesentlichen Gründe für den Erfolg, vor allem für den ökonomischen Erfolg von Facebook, ist genau diese Werbung im Feed. Ich finde es an dieser Stelle durchaus bemerkens- bzw. erwähnenswert, dass Mark Zuckerberg, ich weiß das Jahr nicht mehr genau, es war in den, muss so nach 5-6 Jahren Facebook-Gründung gewesen sein, sagte er auf einer großen Konferenz in seiner Ansprache, er hielt dort eine Keynote, es wird niemals Werbung im Facebook-Feed geben, den werden wir werbefrei halten, und ich glaube 1,5 Jahre später bot Facebook dann den Ad-Manager an. Was ist der zentrale Punkt dabei? Social-Media-Plattformen wurden und werden natürlich gemischt am Desktop und am mobilen Gerät genutzt. Gerade Facebook, aber auch andere Plattformen haben natürlich einen hohen Anteil an der mobilen Nutzung, und wir haben hier die vertikalen Screens. Im Normalfall werden Social-Media-Plattformen nicht über den mobilen Browser, sondern über die jeweiligen Apps genutzt. Wenn Sie jetzt dran denken, wie Facebook dargestellt wird am Smartphone, da ist nicht viel Platz, links, rechts, oberhalb, unterhalb des eigentlichen Hauptfeeds. War also immer schwierig, Werbung am Mobiltelefon unterzubringen. Sie kennen das vielleicht aus diversen Applikationen und Spielen. Da gibt es dann manchmal unten Bannerplätze. Ein Großteil dieser Werbeklicks passiert bis heute unabsichtlich, weil man halt mit dem Finger dort drankommt. Es war immer schwierig, das System, das auf Webseiten ganz gut funktionierte, nämlich einen Banner irgendwo neben dem Inhalt oder in der Nähe des Inhalts zu platzieren, auf Social Media zu übertragen. Mit dieser Darstellung der Werbung direkt im Feed löste unter Anführungszeichen Facebook dieses Problem, und das hat auch einen großen Boom in diesem Bereich ausgelöst. Die eine Sache ist sozusagen die Platzierung. Sie wissen ja, es gibt generell, auch nicht Social Media spezifisch, sondern was Werbung betrifft, relativ genaue und strikte Vorschriften bezüglich Werbekennzeichnung aus wettbewerbsrechtlichen, aus marktrechtlichen Gründen. Nichtsdestotrotz macht das natürlich einen großen Unterschied. Man verwendet dafür den Fachbegriff Native Advertising, ob Werbung im selben Format wie die eigentlichen Inhalte daherkommt. Und jetzt ist die Frage, wenn Sie beispielsweise einen Facebook-Feed oder den Feed einer anderen Plattform denken, wie viel Werbung
akzeptieren die Nutzerinnen. Ich würde sagen, das kann man ganz analog betrachten zu jedem Magazin, zu jedem Fernsehsender, der sich über Werbung finanziert. Es gibt eben eine bestimmte Menge, die man akzeptiert. Wenn es zu viel wird, dann wird die Plattform unattraktiv. Also anders gesagt, wenn Sie auf Facebook deutlich mehr Status-Updates sehen, die beworben werden, als eigentliche Inhalte, dann wird das ein Problem. Eine gewisse Menge akzeptieren wir eben. Wie stellt sich das Ganze in der Praxis dar? Ich teile mal hier meinen Bildschirm. Wenn Sie an Ihren Facebook-Feed denken, an der Startseite hier zum Beispiel, dann scrollt man da runter und Sie haben dann Status-Updates, eben organische Beiträge von Seiten, denen Sie folgen, in erster Linie von Ihren Freunden auf Facebook, und dann gibt es dazwischen bezahlte Werbungen. Das ist bei Facebook und auch auf LinkedIn im Normalfall die zweite Platzierung im Feed und dann die siebte oder achte. Und Sie sehen hier, diese Werbungen sind gekennzeichnet durch diesen Tag oder durch diesen Link gesponsert. Wenn man da draufklickt, kommt man zum Facebook-Werbeanzeigenportal, wo eben diverse Fragen rund um Werbeschaltungen beantwortet werden. So, einmal reloaded, haben wir gleich die nächste Werbung hier. Und wir haben eben hier die Möglichkeit, das Ganze zu personalisieren, zu sagen, wir möchten diese Werbeanzeige verbergen. Natürlich können Sie nicht generell den Werbespot ausblenden, sondern Sie sagen damit sozusagen, dieses Thema interessiert mich nicht. Und auch ganz interessant, und damit kommen wir zum zentralen Thema von heute, warum sehe ich diese Werbeanzeige? Warum sehe ich diesen Menüpunkt? Ich habe vor zwei Terminen, 4 Wochen mittlerweile her, über die DSGVO gesprochen, Datenschutzgrundverordnung, und einer der Grundsätze der DSGVO ist ja Transparenz bzw. Datentransparenz. Sie als Nutzerin, als Konsument haben das Recht, jederzeit zu erfahren, wer welche Daten von Ihnen gespeichert hat, was er oder sie damit tut. Und die DSGVO ist sozusagen der Grund und eine der Verpflichtungen, die sich daraus ergibt, dass diese Plattformen Ihnen kommunizieren müssen, warum Sie diese Anzeige sehen. Was für Informationen bekommen wir, wenn wir hier draufklicken? Sie sehen unter dem Titel, warum du diese Werbeanzeige siehst, das Vimeo, das ist in dem Fall die Organisation oder das Unternehmen, das diese Werbung schaltet, ist eine Video-Hosting-Plattform, welche Kriterien, die da beim Targeting nutzen. Und da haben wir hier Personen, die den Bestandskunden ähneln, können da nochmal tiefer reinklicken. Vimeo hat eine Gruppe von Bestandskunden definiert, um ähnliche Kunden zu finden. Das wäre ein typisches Beispiel für Retargeting, komme ich heute auch nochmal drauf zurück. Das heißt, was macht Vimeo hier? Vimeo ist eine ähnliche Plattform wie YouTube, ist werbefrei und kostenpflichtig für Videohosting. Vorteil ist, Sie können es im Gegensatz zu YouTube auch vollkommen ungebrandet in die eigene Webseite einbinden und ohne Werbung. Vimeo hat genauso wie YouTube eine umfangreiche eigene Webseite. Und was Vimeo macht, das tun viele Webseitenbetreiber, sie bauen den sogenannten Tracking-Pixel von Facebook ein. Sie können auf jeder dieser Plattformen einen Tracking-Pixel generieren, wenn Sie eingeloggt sind. Das ist technisch gesehen ein JavaScript, und dieses JavaScript bauen Sie in Ihre Homepage ein. Wiederum DSGVO, Sie kennen das, wenn Sie eine Seite zum ersten Mal laden, dann poppt immer dieser Cookie-Bar auf und Sie haben da die Auswahl, ob Sie statistische Marketing-Cookies und so weiter akzeptieren möchten oder nicht. Auch die Tatsache, dass man das fragen muss, ist eine direkte Folge der DSGVO. Diese Art von Tracking-Cookies, die fallen unter Marketing-Cookies. Das bedeutet, wenn ein Besucher hier sagt, ja, ich akzeptiere Cookies, dann besucht er oder sie diese Seite, und dieser Targeting-Pixel oder Tracking-Pixel besser gesagt, meldet an Facebook zurück, dieser Besucher hat gerade Vimeo besucht. Das funktioniert dann, wenn man im selben Browser zugleich auf Facebook eingeloggt ist und die jeweilige Seite besucht. Also im Laufe der Zeit entsteht da eine Zielgruppe von immer mehr Leuten. Im Fall von Facebook müssen Sie mindestens 200 Besucherinnen haben auf dieser Webseite, und dann können Sie diese Zielgruppe, diese 200 oder mehr Personen, bewerben. Als Werbetreibender bekommen Sie keine Liste mit 200 Namen und vollständiger Identifikation, sondern Sie können diese aggregierte Liste einfach nur nutzen,
um diesen Personen Werbung anzuzeigen. Das nennt man Retargeting. Warum? Weil die beworbenen Personen ihre Webseite in dem Fall bereits besucht haben. Kann man davon ausgehen, dass sie ihre Marke, ihr Unternehmen kennen und man die sozusagen wieder bespielt. Deshalb Retargeting, also wieder auf diese Personen abzielt. Eine zweite Stufe, und das ist genau das, was Vimeo hier offenbar macht, ist eine solche Audience, heißt das, also eine solche Gruppe von Personen zu erstellen über den Einbau des Retargeting-Pixels. Wie lange das dauert, hängt natürlich davon ab, wie viel Traffic ihre Webseite hat. Vimeo hat, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber sicherlich einige 100.000 Besucher pro Tag, da ist so eine Audience sehr schnell erstellt. Wenn Sie jetzt ein kleines Blog oder eine Webseite betreiben mit vielleicht 10, 20 Besuchern am Tag, dann dauert das natürlich entsprechend länger. Nicht jeder Besucher wird auf "Ich akzeptiere Cookies" klicken und nicht jeder wird im selben Browser in Facebook eingeloggt sein. Das dauert also, aber wenn Sie dann diese Audience haben, dann können Sie die auch verwenden, um zu sagen, Facebook, du kennst jetzt diese 200 oder mehr Personen, such mir Nutzerinnen und Nutzer raus, die diesen Personen möglichst strukturell ähneln, ohne dass sie selber irgendwelche Kriterien angeben. Das heißt, da kommen dann Datenanalyse, Algorithmen zum Einsatz, die versuchen herauszufinden, welche Gemeinsamkeiten haben diese Webseitenbesucher. Und wenn, ganz trivial erklärt, das sind viel mehr Dimensionen, die da berücksichtigt werden, wenn dieser Algorithmus, dieses Analyseinstrument herausfindet, ein großer Teil dieser Nutzerinnen ist, sagen wir mal, zwischen 30 und 35, dann wird diese Werbung auch vorzugsweise anderen 30- bis 35-Jährigen ausgespielt werden. Da geht es nicht nur ums Alter, da spielen auch Interessen rein, aber das ist sozusagen der Grund, weil ich offenbar zumindest laut meinem Facebook-Datenprofil diesen Personen ähnle. Dann hat Vimeo diese Ausspielung hier weiter eingeschränkt. Die Werbung richtet sich an Personen, die Deutsch sprechen. Wir haben hier ein internationales Unternehmen, sprich es ist davon auszugehen, dass die Kampagnen in unterschiedlichen Ländern betreiben. Das heißt, hier haben wir die deutschsprachige Werbung, wir werden in Frankreich, Spanien und so weiter dasselbe tun. Dann hier Personen ab 25 Jahren, ist auch ganz typisch, wie bereits erwähnt, Vimeo ist ein kostenpflichtiges Service, wird vor allem von Unternehmen und professionellen Videonutzern verwendet. Es gibt kostenlose Accounts, allerdings nur für künstlerische Projekte. Sobald da ein Video irgendeinen kommerziellen Bezug hat oder von einem Unternehmen gehostet wird, fallen da Kosten an. Das heißt, es ist typischerweise ein Service, das von Leuten im Berufsleben genutzt wird, deshalb vermutlich auch diese Alterseinschränkung. Und hier haben wir zusätzlich zu Deutsch nochmal Personen mit Standort in Österreich. In der Anfangszeit des Social Media Marketings mussten diese Informationen nicht in der Deutlichkeit, sage ich mal, oder in der Vollständigkeit dokumentiert werden. Mittlerweile, wie gesagt, durch die DSGVO können Sie jederzeit nachschauen, warum wird mir diese Werbung angezeigt. Können Sie natürlich auch leicht sich vorstellen, je höher die Datenqualität auf einer Plattform, desto zielgenauer die Werbung. Da ist ein großer Unterschied, logischerweise, zwischen Facebook und LinkedIn. Sie haben auf LinkedIn überwiegend echte Accounts, was damit zu tun hat, dass die meisten Personen die Plattform eben wirklich nutzen, um ihren Lebenslauf anzulegen, um sich zu bewerben. Es gibt vereinzelte Fake-Accounts, die sind aber sehr in der Minderzahl. Auf Facebook sieht das durchaus deutlich anders aus. Zum einen gibt es sehr viele Doppel- und Mehrfach-Accounts mit Fantasienamen, die für, sagen wir mal, interne Kommunikation genutzt werden. Zum anderen gibt es auch eine große Zahl von automatisiert erstellten Bot-Accounts. Vor einigen Jahren war das bei vielen Unternehmen, die dann nicht sehr zukunftsorientiert gedacht haben, das Einkaufen von Fans recht populär. Da gibt es teilweise auch noch eine ganze Infrastruktur von Unternehmen, die Fake-Accounts erstellen und diese Accounts dann nutzen, um die Followerzahlen von Unternehmen in die Höhe zu treiben. Das heißt, das führt dazu, dass es eine große Anzahl von Accounts gibt, hinter denen keine echten Personen stehen. Facebook ist natürlich, ich sage mal, daran interessiert, die Fake-Accounts zu löschen, kommt da aber kaum hinterher. Wenn Sie jetzt als Werbetreibender Werbung ausspielen und es gibt halt zufällig einen Fake-Account, der in diese Targeting-Kriterien fällt, würde dem oder der die Werbung auch angezeigt werden. Allerdings nur, und das ist eben der entscheidende Punkt dabei, wenn dieser Fake-Account sich auch tatsächlich im Newsfeed bewegt. Und das passiert normalerweise nicht, weil diese Accounts einfach nur angelegt werden, aber nicht verwendet. Und das ist der nächste Punkt,
bei der Social-Media-Werbung und ich werde Ihnen dann zeigen, wie sich das Ganze im Ad-Manager darstellt, wie man eine solche Werbekampagne anlegt. Wofür bezahlt man als Werbetreibender eigentlich? Vergleichen wir das Ganze mal mit klassischer Werbung, unterschiedlichen Formen, ob das jetzt eine Plakatwerbung auf einer befahrenen Straße ist oder eine Zeitungsanzeige oder eine Radio- oder Fernsehwerbung, da spielt immer die Quote eine Rolle, beziehungsweise könnte man sagen, die potenziellen Kontaktchancen. Wenn Sie das Plakat an der Straße aufstellen, dann wird sich der Preis zum einen nach der Größe des Plakats und zum anderen nach der Frequenz an Autos richten. Also wie viele Personen sehen potenziell Ihr Plakat? Wenn Sie in einem Fachmagazin oder Tageszeitung, ganz egal, Ihre Anzeige schalten, dann wird sich der Preis zum einen nach der Größe der Anzeige richten, nach der Platzierung. Je prominenter, also sprich letzte Seite oder so, desto teurer. Aber in erster Linie nach der Auflage. Nach der gedruckten bzw. nach der verbreiteten Auflage. Also wie viele Personen lesen dieses Medium? Bei einem Fernseh- oder Radiosender ist es genau das Gleiche. Da geht es eben um die Quote, wie viele Personen hören bzw. sehen zu. Das sind potenzielle Kontaktchancen, könnte man sagen, wenn Sie jetzt Ihre Werbung, sagen wir mal Hausnummer, im Sportteil einer Lokalzeitung schalten, die eine Auflage von 10.000 Stück hat, eine kleine österreichische Lokalzeitung, dann werden natürlich nicht alle Personen, die diese Zeitung lesen, ihre Werbeanzeige sehen oder wahrnehmen. Manche überblättern den Sportteil, andere werden das sehen. Das heißt, sie erwischen immer nur einen Teil der Personen, aber der Preis richtet sich nach der Auflage. Das ist natürlich auch der Grund, warum alle Medien versuchen, ihre Auflagen bzw. ihre verbreiteten Auflagenzahlen möglichst gut darzustellen. Social Media Werbung funktioniert in dieser Hinsicht anders. Sie bezahlen nicht dafür, dass eine bestimmte Zahl von Personen ihre Werbung vielleicht sieht, sondern sie bezahlen für die tatsächliche Ausspielung dieser Werbung. Als Werbetreibender können Sie sich aussuchen, ob Sie für die Zahl der Impressions bezahlen möchten, das heißt, wie oft wird Ihre Werbeanzeige angezeigt im Feed, wie vielen Personen, oder ob Sie für Klicks bezahlen möchten. Geht es da nicht mehr darum, wie oft die angezeigt wird, sondern wie viele Personen tatsächlich auf den Link klicken. In vielen Werbeanzeigen, in den meisten Werbeanzeigen würde ich mal sagen, hat man einen externen Link, der dann auf eine Landingpage, auf einen Shop oder was auch immer führt. Und das dritte Modell, das sogenannte Pay-per-Conversion, es geht noch einen Schritt weiter, da bezahlen Sie dann nicht nur für den Klick, sondern dafür, dass die betreffende Person auf Ihrer Website auch eine bestimmte Aktion vollführt. Das könnte beispielsweise die Anmeldung zu einem Newsletter sein. Solche Conversion-basierte Werbung erfordert dann wiederum, dass Ihre Webseite, wo beispielsweise diese Newsletter-Anmeldung erfolgt, eine Rückmeldung oder an die jeweilige Plattform, in unserem Beispiel an Facebook, zurückmeldet. Diese Person, die über unsere Werbeanzeige hergekommen ist, hat sich für den Newsletter angemeldet. Und dann wird das bei Ihnen auch statistisch erfasst. Jetzt könnte man sagen, aus der Sicht des Werbetreibenden, dann wird natürlich jeder nur auf die interessanten Ziele bieten. Es ist ja viel mehr wert, wenn sich jemand tatsächlich in meinem Shop registriert, meine Newsletter abonniert, als wenn er nur meine Werbung sieht. Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Allerdings sind die Preise selbstverständlich unterschiedlich. Das heißt, für das Einkommen, für den Gewinn der jeweiligen Plattformen macht das keinen großen Unterschied, weil im Endeffekt ein Klick kostet eben entsprechend mehr und auch eine Conversion kostet entsprechend mehr. Da geht es eher darum, wie man das Ganze auswerten kann und um auch festzustellen, wie effizient Ihre Kampagnen sind. Ein beträchtlicher Vorteil, der auch sehr viel insgesamt am digitalen Werbeökosystem geändert hat, besteht darin, dass Social-Media-Plattformen zwar über sehr große Reichweite verfügen, wenn Sie an die Nutzerzahlen von Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter auch nur allein in Österreich denken, das ist schon gut vergleichbar mit den sehr großen Medien bzw. geht darüber hinaus, aber auf der anderen Seite die Einstiegshürden recht gering sind. Im Normalfall, im klassischen Werbebereich, ist es ja nicht so, dass Sie als Werbekunde, außer Sie sind ein Großkunde und haben dort eine eigene Ansprechperson, beim ORF anrufen und sagen, ich möchte heute Abend eine Fernsehwerbung schalten, sondern das sind normalerweise Mediaagenturen dazwischen geschalten, die die Planung übernehmen und das sind im Normalfall auch keine Einzelkampagnen, sondern da gibt es in vielen Fällen eben Jahresverträge beziehungsweise wird ein Fernsehspot ja auch nicht nur einmal ausgespielt. Das ist alles verbunden mit vergleichsweise hohen Budgets. Die richten sich natürlich nach der
im Fall des Fernsehens nach der Quote und auch nach der Länge ihrer Werbespots. Aber im Großen und Ganzen geht es dabei um Beträge, die, sage ich mal, für viele Einzelunternehmen diese Form der Werbung relativ unattraktiv machen. Die finanziellen Einstiegshürden bei Social-Media-Kampagnen sind sehr gering. In der Praxis ist aktuell das Mindest, wenn Sie eine Kampagne selber schalten, das Mindestbudget, das Sie dafür ausgeben müssen, auf Facebook und auf LinkedIn, ich glaube, das ist ja das gleiche, 10 Euro pro Tag. Vielleicht sind es auf Facebook auch 5 Euro pro Tag, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, wenn Sie eine Woche lang Werbung schalten möchten, dann reichen 70 Euro aus. Das sind jetzt keine überwältigenden Geldsummen. Natürlich werden Sie mit diesem vergleichsweise geringen Budget keine riesigen Personenzahlen erreichen, aber der entscheidende Punkt an der Social-Media-Werbung, und da sind wir neben der Platzierung, neben der Art der Ausspielung beim dritten Bereich. Weitere Besonderheit von Social-Media-Werbung ist, dass Sie sehr fein granuliert targeten können. Sie wissen ja, wenn Sie Werbekampagnen planen, wenn Sie eine Kommunikationsstrategie anlegen, dann ist eines der entscheidenden Ziele ja immer, nicht möglichst viele Personen zu erreichen, sondern möglichst viele Personen in der richtigen Zielgruppe zu erreichen. Und dafür hat man unterschiedliche Mittel und Wege. In der klassischen Werbung beschränken sich diese im Wesentlichen darauf, die richtigen und passenden Medien, beziehungsweise im Fall von Fernsehen und Radio, die richtigen Sendezeiten und Sendungen auszuwählen. Und dann natürlich diese Zielgruppe mit den passenden Sujets zu bespielen. Da hat man immer ein wenig Beifang dabei, und wenn Sie sehr spezifische Werbung schalten wollen, wenn Sie, sagen wir mal, Sie bieten vegane Kosmetik für Personen mit diversen Allergien an, dann könnten Sie jetzt schauen, welche Lifestyle-Kosmetik-Zeitschriften gibt es, und vielleicht haben Sie Glück und es gibt ein Medium, das speziell für sich an die vegane Zielgruppe richtet. Wenn nicht, dann müssen Sie mehr oder weniger in Kauf nehmen, dass halt ein großer Teil der Leserinnen oder Zuseherinnen nicht so sehr an Ihrem Thema interessiert ist. Wäre es natürlich wesentlich spannender bzw. wesentlich effizienter, wenn Sie Ihr Werbebudget dafür ausgeben könnten, um nur die Personen, die tatsächlich Interesse an veganer Kosmetik haben, zu erreichen. Das ist eine Möglichkeit, die Social Media zumindest, sagen wir mal so, bis zu einem gewissen Grad bietet. Und das sind eben die Möglichkeiten des genaueren Targetings. Das hängt zusammen mit den Daten, die Social Media Plattformen über uns sammeln, und da komme ich auch nochmal auf die Datenqualität zurück. Sie als Werbetreibender bestimmen, welche Zielgruppe Ihre Werbung zu Gesicht bekommt. Und man beginnt da im Normalfall mit den typischen demografischen Daten, Alter, eventuell Geschlecht. Im Normalfall hat man auch eine geografische Einschränkung, also sprich ein Land und so weiter dabei. Und das feinere Targeting basiert dann über unterschiedliche Interessen. Diese Targeting-Möglichkeiten sind je nach Plattform sehr unterschiedlich. Wenn Sie LinkedIn-Werbekampagnen schalten, dann verwenden Sie in erster Linie die Informationen, die Personen tatsächlich auf ihren Profilen zur Verfügung stellen. Sie könnten beispielsweise Ihre Werbekampagne Personen in einem Bundesland, in einer bestimmten Branche mit bestimmten Jobtiteln anzeigen lassen. Und das sind Informationen, die LinkedIn von den Profilen selber hernimmt. Diese Art der Daten spielen auch auf Facebook eine gewisse Rolle. Sie wissen ja, wenn Sie sich registrieren, dann können Sie sehr umfangreiche Daten auf Ihrem Profil angeben. Machen manche User, viele tun das nicht. Aber zugleich, zumindest wenn Sie aktiver Nutzer sind, das gilt für Instagram ganz genauso, dann erkennt Facebook im Laufe der Zeit anhand Ihres Nutzungsverhaltens recht gut Ihre Interessen. Sprich, wenn Sie regelmäßig die Facebook-Pages von Kameraherstellern besuchen oder auf entsprechende Inhalte reagieren, indem Sie auf Likes klicken oder einen Kommentar schreiben, dann ist das ein deutlicher Indikator, dass Sie sich wohl für Kameras interessieren. Und wenn so etwas passiert, dann ordnet Facebook Ihnen quasi im Hintergrund das Interesse Kameras zu. Und als Werbetreibender können Sie nun auch diverse Interessen auswählen. Das ist bei Facebook ein sehr umfangreicher Katalog von, ich glaube, mittlerweile einigen 10.000 Interessen. Und Sie sehen, wenn Sie diese Anzeige dann schalten und Ihre Kriterien eingeben und beispielsweise sagen, ich möchte meine Werbeanzeige Personen in Niederösterreich zwischen 20 und 30 mit Interesse an veganer Kosmetik anzeigen, dann sagt Ihnen Facebook, das sind so und so viele Personen, die du damit erreichen kannst. Das heißt, können Sie sich, glaube ich, auch leicht vorstellen, aus dieser Kombination von relativ kleinen Budgets und der Möglichkeit, sehr genau zu targeten, ergeben sich natürlich vollkommen neue Werbemöglichkeiten. Jetzt ist auch klar, wenn Sie
ein kleines Unternehmen sind oder vielleicht selber einen Blog betreiben, mal experimentieren möchten mit Social Media Werbung und da eher mit den Minimalbudgets arbeiten, dann ist das natürlich wenig interessant, hier eine Agentur zu beauftragen, weil tatsächlich die Handlingkosten oder die Verwaltungskosten wesentlich höher wären als die Werbebudgets. Der Punkt dabei ist, dass Social Media Plattformen eigentlich von Beginn an nach dem Vorbild von Google AdWords, wenn Sie so wollen, Self-Service-Interfaces anbieten. Das heißt, Sie als Werbetreibender managen Ihre Kampagnen selber. Das erfordert, Plattformen bemühen sich, den Einstieg möglichst simpel zu gestalten. Das erfordert ein geringes technisches Wissen, um Kampagnen wirklich möglichst effizient zu gestalten. Das heißt, die richtigen Targeting-Kriterien und so weiter zu verwenden. Sollte man diese Tools, diese Ad-Manager natürlich sehr, sehr gut kennen. Aber Sie haben hier die Situation, dass es auf der einen Seite mittlerweile durchaus viele spezialisierte Agenturen gibt, die größeren Unternehmen eben dieses Management, Planung von Kampagnen und das Reporting abnehmen, aber sehr viele Unternehmen von kleineren bis auch zu größeren managen diese Kampagnen eben in-house. Das heißt, jemand in der Kommunikationsabteilung oder jemand im Marketing verwaltet diese Kampagnen selbst. Das ist auch relativ neu, dass diese Kompetenz zumindest bis zu einem gewissen Grad ins Unternehmen wandert. So, Blick in den Chat. Ha, Insel Lastiuk sagt, Adblock Plus kommt zu Hilfe. Das ist natürlich auch eine nützliche Sache und hängt übrigens mit der zweiten Frage zusammen von Nastasia. Müssen die Werbungen immer gekennzeichnet werden? Also zur zweiten Frage, ja, nach dem geltenden gesetzlichen Regelungen müssen Werbungen immer gekennzeichnet werden. In der Beginn-Ära im Wilden Westen von Social Media waren die Plattformen da etwas lax, Google übrigens genauso. Mittlerweile muss da immer Sponsored oder Werbung drinstehen. Und das ist natürlich auch wieder ein Kriterium, dieses Sponsored, anhand dessen Adblocker wie eben Adblock Plus solche Werbungen auch wiederum ausfiltern können. Ich selber verwende solche Adblocker nicht, weil ich natürlich als Marketer immer dran interessiert bin, mitzubekommen, wer mich mit welchen Werbungen bespielt. Und Nastasia fragt nach, und Nastasia, und falls ja, was passiert, wenn die nicht gekennzeichnet worden sind? Naja, Sie wissen, das ist wie überall in diesen wirtschaftsrechtlichen Fragen, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, eine nicht gekennzeichnete Werbung wird dann zu Konsequenzen führen, wenn sich jemand darüber beschwert. Da gibt es mehrere Optionen. In vielen Fällen wird das in der Praxis ein Konkurrent sein, der Ihre Werbung vielleicht sieht. Es gibt immer wieder mal Gerichtsprozesse. Das ist, wie gesagt, eine wirtschaftsrechtliche bzw. wettbewerbsrechtliche Frage, keine strafrechtliche. Natürlich genauso im analogen Bereich, wenn redaktionelle Berichte besonders verdächtig aussehen oder sehr, sehr gesponsert wirken. Es ist dann im Normalfall die Aufgabe des Richters beziehungsweise das Ziel des Gerichtsprozesses herauszufinden, ob es sich in dem jeweiligen Fall tatsächlich um Werbung handelt. Und wenn man da dann einen Zahlungsfluss nachweisen kann, dann gibt es auch entsprechende Strafen, die hängen davon ab, wie groß sozusagen der angenommene wirtschaftliche Schaden ist. Also ganz klar, ja, die müssen gekennzeichnet werden. Nun wissen Sie aber wahrscheinlich auch, dass natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das wird auch später in der Vorlesung nochmal ausführlicher zur Sprache kommen, dieses Thema, dann gibt es auch neben dieser Form der Werbung, neben diesen klassischen Kampagnen, die als Sponsored-Anzeigen hier auf Social-Media-Plattformen geschalten werden, Influencer-Werbung. Und die spielt eine immer größere Rolle. Und Influencer-Werbung ist strukturell natürlich was anderes. Wenn Sie als Unternehmen, als Einzelperson mit einem Influencer oder mit mehreren Influencerinnen kooperieren, dann geht es ja darum, dass diese Personen ihre bestehende Reichweite, ob das jetzt ein YouTube-Kanal oder ein populärer Instagram-Account oder was auch immer ist, verkaufen oder nutzen, um ihre Werbebotschaft in ihren organischen Beiträgen unterzubringen. Und da gab es in den letzten Jahren sehr viel Reibungsfläche. Und da ist natürlich die Frage relevanter, was muss als Werbung gekennzeichnet werden? Speziell in Deutschland wurden einige Instagrammerinnen, und zwar durchaus nicht nur die großen, sagen wir mal, Accounts mit mehr als 1 Million Followern, sondern
auch durchaus kleinere verurteilt, meistens eben auch auf Beschwerde von Konkurrentinnen oder teilweise auch Fans. Und da ist dann im Einzelfall auch immer die Frage, gibt es in einem Posting gesponserte Beiträge? Jetzt, das ist wirklich nicht in der Praxis nicht ganz so leicht zu entscheiden als Außenstehender, wenn Sie da einen Fitness-Influencer stehen sehen mit einer Adidas-Jacke, dann wissen Sie ja jetzt grundsätzlich mal nicht, hat Adidas Geld dafür bezahlt, dass er diese Jacke trägt, oder hat er halt zufällig gerade seine Adidas-Jacke an. Die Frage, ob es sich um Werbung handelt, geht eben immer um die, da geht es immer um die wirtschaftliche Vorteilnahme im Hintergrund. Und da ist die, da war der Standpunkt der Gerichte in den letzten Jahren sehr, sehr eindeutig. Sobald Sie als Influencerin, als Influencer irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil haben, und das bedeutet nicht nur, dass Sie bezahlt werden, und die Gerichte haben die Grenze da sehr niedrig angesetzt. Das sind, wenn Sie einen strengen Richter erwischen, wenn es blöd geht, schon ein paar Kosmetikproben. Sobald Sie einen Vorteil davon haben und diese Produkte präsentieren, sind Sie als Influencerin oder Influencer genauso verpflichtet, Ihren Beitrag als Werbung zu kennzeichnen. In welcher Form das passieren muss, da gibt es einerseits Vorgaben der einzelnen Plattformen. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram können Sie nativ sozusagen Ihr Posting als Sponsored Post kennzeichnen. Es muss auf jeden Fall als Werbung klar ersichtlich sein. In Österreich gibt es den PR- und Ethikrat, der sich in den letzten Jahren auch sehr stark mit diesem Thema befasst hat. Aber wie gesagt, da komme ich im Lauf der Vorlesung nochmal darauf zurück. Die Idee ist natürlich, oder der Grund, warum es all diese marktrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen gibt, dass es für die Konsumenten, die Konsumentinnen möglichst transparent sein sollte, bei welchen Inhalten es sich um redaktionelle handelt und bei welchen um Werbung. Man sieht aber auch daran, dass dieses Thema nicht so leicht abzuhandeln ist. Wenn Sie bei der klassischen Influencer-Werbung, da geht es ja in vielen Fällen nicht nur darum, dass jemand jetzt die besagte Adidas-Jacke trägt oder über ein Produkt schreibt. Das sind, ich würde mal fast sagen, das sind eher die Oldschool-Kampagnen, wo man jemanden einmalig dafür bezahlt, dass er halt, keine Ahnung, irgendeine neue Schokoladensorte in die Kamera hält oder ja, beste Schokolade ever. Die neueren Influencer-Kampagnen zielen ja nicht auf einzelne Postings ab, sondern auf längerfristige Kooperationen. Wenn Sie, vielleicht kennen einige von Ihnen Fritz Meinecke, der fällt mir dabei gerade ein. Das ist ein sehr bekannter deutscher YouTuber, der auch viel im Outdoor-Bushcraft-Bereich macht. Vor kurzem eine Survival-Staffel, glaube ich, sensationell hohe Reichweiten hatte, veröffentlicht hat, wo eben 6 Bushcrafter eine Woche lang allein in der Wildnis ausgesetzt wurden. Und der hat mehrere Kooperationspartner. Einer davon ist irgendein, ich glaube, irgendein Ernährungs- oder Supplement-Ding, keine Ahnung, habe mir den Namen nicht gemerkt. Aber der Punkt ist, die bezahlen ihn laufend sozusagen dafür, dass er die immer wieder mal erwähnt und die immer wieder mal in den Clips vorkommen. Es gab auch etliche Influencer, die gesagt haben, so gesehen ist das Risiko relativ hoch, dass mir jemand unterstellt, etwas wäre Werbung, also kennzeichne ich vorsichtshalber jeden Beitrag als Werbung mit einem Hashtag, Sponsored oder Ads beispielsweise. Und das, sage ich mal, nimmt natürlich der Werbekennzeichnung dann auch wieder ihren Sinn. Aber man sollte, und das ist die Idee des Gesetzgebers hier als Medienkonsument, nicht nur im Social-Media-Bereich, aber eben auch hier wissen, ob hinter dem jeweiligen Posting eine ökonomische Motivation steckt. Ja, genau, das ist eine gute Anmerkung. Danke, Erik. Sollte eine Kennzeichnung unterbleiben, führt das meist zu einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung mit Unterlassungsaufforderung. Und die Frage ist da eben auch immer, und das ist, wie gesagt, in diesen wirtschaftsrechtlichen Prozessen nicht so trivial und muss einzeln geklärt werden, wie groß sozusagen der Schadenswert ist. Ja, Angel das Duke schreibt vollkommen zu Recht, auf Instagram gibt es immer wieder Drama wegen sowas, das ist der richtige Ausdruck, weil viele Influencer ihre Werbungen zwar mit Ad kennzeichnen, aber so vergraben arbeiten, dass sich manche beschweren. Das ist natürlich... Ja, Frau von Mats Hummels, ihr bekannt, da gibt's einige Urteile, ich sag mal... Die Grundidee oder warum viele Influencerinnen nicht sehr fröhlich sind bei dem Gedanken, ihre bezahlten Beiträge zu kennzeichnen, auch wenn sie das gesetzlich ganz klar müssten, ist der, was natürlich manche denken,
Werbung funktioniert besser, wenn ich sie nicht als Werbung kennzeichne. Ich behaupte mal, es ist vom medienethischen Aspekt her ist es wohl ganz klar und offensichtlich, dass man sich nicht instrumentalisieren sollte als Geheimagent in irgendeinem Bereich der Werbung, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das gar keine Rolle spielt. Das wäre eine ausufernde Diskussion zweifellos über Authentizität. Vielleicht wundern Sie sich auch manchmal, wenn der eine oder andere Promi plötzlich Werbung für ein unglaublich trashiges Handygame macht. Das hat dann wohl auch nichts damit zu tun, dass er oder sie begeisterter Spieler dieses jeweiligen Spiels ist, sondern mit dementsprechend hohen Werbeetats. Langfristig ist die Idee natürlich auch, Influencer-Werbung lebt sehr stark von der Glaubwürdigkeit. Und da spielt jetzt weniger die Kennzeichnung eine Rolle, sondern mehr auch, wie jemand seine Rolle als Influencerin oder Influencer anlegt. Wenn Sie jetzt an Pamela Reif denken, die mittlerweile, glaube ich, diverse Produktlinien hat. Ich glaube, sie macht jetzt auch Sportbekleidung, aber die Ernährungssachen gibt es ja schon länger. Ich behaupte mal, ohne sie zu kennen, dass Pamela Reif sich jetzt nicht von McDonald's einkaufen lassen würde für eine Ernährungskampagne. Andere machen das schon und letztendlich entscheiden natürlich die Fans oder die Follower, wie sehr man jemanden abnimmt oder glaubt, was er oder sie macht. Ja, Kim Kardashian, Kylie Jenner, beide wahnsinnig erfolgreich. Aber wie gesagt, im Endeffekt haben sie ja die Fans in der Hand. Ja, und damit nochmal zurück zum Thema klassische Social-Media-Werbung. Wie gesagt, auf Influencer-Werbung und auch auf die diesbezügliche Richtlinie, die viele dieser thematischen Probleme anspricht, des österreichischen Bär- und Ethikrats, kommen wir in einem späteren Termin nochmal zurück. Bei der normalen Social-Media-Werbung haben Sie das Problem sozusagen nicht, sich zu überlegen, ob Sie das kennzeichnen, weil das nativ von der Plattform gekennzeichnet wird. Das heißt, sobald Sie diesen Ad-Manager benutzen, haben Sie auch das Sponsored oder Anzeige oder wie auch immer das heißt, dabei stehen. Attraktiv, wie gesagt, zum einen die genauen Targeting-Möglichkeiten, die relativ niedrigen Budgets, mit denen Sie arbeiten können und natürlich auch die vergleichsweise genaue Auswertungsmöglichkeit. Wenn Sie eine Radiowerbung schalten und am nächsten Tag sind 20% mehr Kunden bei Ihnen im Shop oder Sie machen 20% mehr Umsatz, dann können Sie wohl davon ausgehen, dass diese Radiowerbung nicht so schlecht funktioniert hat. Im Social-Media-Bereich können Sie viel feingranulierter auswerten. Sie sehen, wie gesagt, nicht auf Einzelpersonenebene, aber Sie sehen sehr genau, wenn Sie jetzt, und das ist auch das, was man in der Praxis natürlich häufig macht, wenn Sie unterschiedliche Kampagnen gegeneinander testen. Der Prozess hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Testen unterschiedlicher Hypothesen im wissenschaftlichen Kontext. Das Interesse liegt hier allerdings nicht unbedingt in der Erkenntnis, beziehungsweise in der Erkenntnis darüber, wie Sie Ihr Budget möglichst effizient einsetzen können. Das heißt, anstatt eine Kampagne zu machen, mit einer Zielgruppeneinstellung gehen Sie her und sagen, ich probiere dieselbe Kampagne mal an 25- bis 35-Jährige auszuspielen, einmal an 45- bis 55-Jährige, variiere noch den einen oder anderen Faktor, lass das mal ein paar Tage laufen und schau dann, welches der beiden Methoden funktioniert besser. Sie können das selber natürlich auch mit Werbesujets und so weiter machen. Das ist bei einer Zeitungsanzeige viel schwieriger, wenn die mal gedruckt ist, ist sie gedruckt. Ja, das heißt, da können Sie auch viel feingranulierter arbeiten. Was die Preise betrifft, wie gesagt, die eine Sache sind die Mindestbudgets, die andere Sache ist die Preisgestaltung. Was kostet auf Social Media Plattformen tatsächlich eine Impression oder 1000 Impressions oder ein Klick? Das sind anders als bei klassischen Medien keine fixen Preislisten. Und das hat damit zu tun, dass dieses komplette Werbeökosystem genauso wie auf AdWords ein Marktplatz ist. Das heißt, Facebook sagt jetzt nicht, 1000 Anzeigen, ihre Werbeanzeige 1000 Mal herzuzeigen, kostet in Österreich 2022 11 Euro und nächstes Jahr wird das dann erhöht. Nein, die Frage ist, wie viele Personen möchten gerade Werbung schalten? Und ich habe Ihnen gesagt, der Platz für Werbeanzeigen ist ja begrenzt. Je größer die Nachfrage ist, desto höher der Preis an der begrenzte Platz. Wenn, genau wie bei AdWords, wenn, sagen wir mal, 10 Personen Werbung schalten und alle Werbeplätze sind vergeben, da kommt der 11. und sagt, ich biete aber mehr, dann fällt der am wenigsten bietet raus und muss sein Gebot wiederum erhöhen. Sie sehen schon, eine fantastische Möglichkeit natürlich für diese Plattformen, im Lauf der Zeit ihr Einkommen immer zu erhöhen, wenn sie
zurückdenken, wie sich Social Media und damit natürlich auch Social Media Advertising entwickelt hat im Laufe der letzten Jahre. Budgets wurden immer größer, immer mehr Unternehmen setzen diese Möglichkeit ein, ergo mehr Nachfrage und Preise, die sich sehr stark nach oben entwickeln. Die Unterschiede sind auf den einzelnen Plattformen auch sehr, sehr groß. Facebook ist nach wie vor eine vergleichsweise günstige Plattform. Sie haben auf Facebook recht ähnliche Möglichkeiten wie auf LinkedIn Werbung zu schalten. Die Preise auf LinkedIn liegen, das hat zum einen damit zu tun, dass wir es hier mit einer Business-Plattform zu tun haben und meistens die Einkaufsbudgets auch wesentlich höher sind, und zum anderen damit, dass die Datenqualität höher ist. Die Preise auf LinkedIn liegen ungefähr 10-mal so hoch wie auf Facebook. Aktuell, je nachdem, welche Zielgruppe Sie erreichen möchten, liegen die Klickpreise, also die effektiven Kosten für einen Klick auf Ihre Werbeanzeige bei Facebook irgendwo zwischen 0,20 Euro, also 20 Cent und 2,50 Euro, würde ich mal sagen. Das ist so der gängigste Bereich. Und auf LinkedIn wohl irgendwo zwischen 3,50 Euro und 30 Euro. Das heißt, Sie werden, wenn Sie für ein Unternehmen oder für sich selber Ihre Budgets verwalten, auch sehr, sehr genau entscheiden müssen, welche Plattform macht für mich Sinn, wo ist meine Werbung besser platziert. Call of Duty. Call of Duty gibt es noch. Ich kann mich an den ersten Teil erinnern, das war ein großartiger Shooter. Sensationelle Grafik für damals. Also, zusammenfassend gesagt, Social Media Werbung, Self-Service, genaues Targeting, native Anzeige direkt im Feed, daher auch sehr mobiltauglich und ja, im Vergleich zu den meisten Werbeformen flexibler, erfordert aber, wenn Sie das wirklich nutzen wollen, viel laufende Split-Testing und Optimierungsarbeit. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze jetzt tatsächlich in der Praxis funktioniert. Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, diese Plattformen bieten Self-Service-Möglichkeiten an. Im Fall von Facebook hieß das Business Manager, das heißt jetzt seit der Umbenennung Meta Business Suite. Ich bin da eingeloggt und in dieser Meta Business Suite verwalten Sie alle Ihre Company Pages und eben auch Ihre Anzeigen. Ich habe hier mal den Werbeanzeigenmanager meiner Gattin geöffnet, die unterrichtet ja auch auf der Publizistik, betreibt aber nebenher auch einen YouTube-Channel zum Thema Crochet oder Häkeln. Und ich zeige Ihnen hier mal nur beispielhaft, wie man eine solche Werbeanzeige erstellt. Und Sie werden einiges aus dem, was ich Ihnen, ich sage mal, an Theorie vorher erklärt habe, hier wiedererkennen. Facebook versucht natürlich auch möglichst viele Personen, weil es im genuinen ökonomischen Interesse der Plattform liegt, dazu zu motivieren, Werbung zu schalten. Diese automatisierten Anzeigen sollen sozusagen Einsteigern auch erleichtern, ihre Anzeige, ihre erste Anzeige möglichst rasch zu schalten. Sie haben hier unterschiedliche Ziele, werden hier so mal zusammengefasst, mehr Leads erhalten. Leads im Online-Marketing-Kontext bedeutet interessierte Kunden, und mehr Leads erhalten bedeutet letztendlich, dass Kunden Ihnen eine Kontaktmöglichkeit geben, also ein Opt-in, kann eine Newsletter-Anmeldung sein oder was auch immer. Sie können Beiträge bewerben, das machen viele Unternehmen eben mit der Idee, einen Beitrag, der auf organischem Weg vielleicht nur relativ bescheidene Reichweite hätte, mehr Personen anzuzeigen. Sie können Werbung für Ihre Seite machen, da geht es meistens um die Gewinnung von Followern. Sie können, und das würde ich mal behaupten, ist das häufigste Kampagnenziel, Sie können mehr Webseitenbesuche erzielen. Das bedeutet, Sie bezahlen dann eben für die Klicks. Und es gibt auch mehr Nachrichten erhalten. Das funktioniert im Zusammenhang mit dieser auf Unternehmensseiten integrierten Chat-Funktion. Gibt ja mittlerweile auch diverse Möglichkeiten, über Chatbots und automatisierte Nachrichtenausspielung hier Werbung zu schalten. Ich nehme mal mehr Webseitenbesuche erzielen. Sagen wir mal, wir haben unseren neuen, kleinen, feinen Online-Shop mit veganer Online-Kosmetik neu gestartet. Mit Google klappt es noch nicht so gut und wir wollen mal schauen, wie das mit Social-Media-Werbung funktionieren könnte. Jetzt haben wir im ersten Schritt die Gestaltung dieser Anzeige. Ich habe hier einen
Tracking-Blocker laufen, den muss ich mal pausieren, damit wir die Voransicht hier sehen. So, ich lade das nochmal neu. Also, wir wollen mehr Webseitenbesuche erzielen. Jetzt haben wir hier auch die Voransicht. So würde also unsere Anzeige aussehen. Sie sehen hier rechts, wir können eine Beschreibung angeben. Das ist der Text, der dann hier eben auch erscheint. Wir können ein oder mehrere Bilder auswählen. Ich habe jetzt hier nichts explizit hochgeladen, deswegen nimmt Facebook hier das bereits unterlegte Logo und man kann dann zu dieser Anzeige hier auch noch einen Titel angeben und eine Beschriftung des Buttons, die ist allerdings nicht frei wählbar, sondern da würden Sie dann eben ja, die passendste Option für Ihre jeweilige Kampagne auswählen. Es gibt für einige Kategorien, das hat mit rechtlichen Bestimmungen einerseits und andererseits auch mit den AGBs von Facebook zu tun, und zwar Kredite, also Finanzangebote, Jobangebote, Wohnraum, politische Werbung, gibt es Sonderbestimmungen. Wenn man diese Themen bewirbt, dann müsste man hier angeben, um welche Kategorie es sich handelt. Diese Anzeigen werden besonders penibel geprüft. Was sehen wir hier auf diesem Screen noch? Ich gehe mal ein wenig auf die Seite. Wir haben hier rechts die Projections, also die prognostizierten Reichweitenzahlen für unsere aktuell eingestellten Parameter. Das heißt, so wie wir unsere Werbeanzeige jetzt konfiguriert haben, würden wir um die 1000 Personen erreichen und wahrscheinlich würden 30 bis 88 davon drauf klicken. Diese Vorhersagen trifft Facebook aufgrund der in der Vergangenheit erhobenen Daten. Also man könnte sagen, aus der Erfahrung, wenn man diesen Begriff verwenden kann bei einer Social Media Plattform. Warum dieser Range relativ groß ist, ist auch klar. Der hängt natürlich sehr stark vom jeweiligen Sujet ab und nicht nur von den Targeting-Einstellungen. Interessant für uns, und das ist der Teil bei der Anzeigengestaltung, das kennen Sie auch aus dem Newsfeed, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Formate, einzelne Bilder, Karusselle, wo mehrere Bilder scrollen, Videos und so weiter, da kann man sich austoben. Interessant für uns sind diese Zielgruppeneinstellungen. Da geht es nämlich eben darum, wie targete ich, welche Personen kann ich erreichen. Standardmäßig ist hier Smart Audience eingestellt. Meine Frau betreibt auch eine Facebook-Seite, wo diverse Daten hinterlegt sind. Und basierend auf diesen verfügbaren Daten baut Facebook dann die Audience automatisch. Im Normalfall will man das wahrscheinlich etwas genauer tunen. Und das können Sie hier in den Zielgruppendetails machen. Sie sehen jetzt hier in den Voreinstellungen Standort, wohnhaft in Österreich, Alter 18 bis 65, Häkeln ist ein Querschnittsthema durch alle Altersgruppen. Und diese Merkmale, die hat Facebook hier und Tom Taylor, Wohneigentum, vegetarische Küche, Billa, Schnittmuster, Edeka, Wolle oder Gutscheine automatisch aggregiert. Und Sie sehen schon, manche davon kommen ganz gut hin. Wer sich für Häkeln interessiert, hat vermutlich tatsächlich ein Interesse an Wolle. Andere eher weniger. Das kann man jetzt hier anpassen. Und da sehen Sie jetzt mal die grundlegenden Targeting-Eigenschaften. Geschlecht, ein demografisches Datum, anders als bei den Profilinformationen, hier allerdings nicht nach dem sozialen Geschlecht targetbar, sondern nur nach dem traditionell binär biologischen Alter innerhalb eines Ranges, beginnend bei 13. Da gibt es allerdings auch Einschränkungen. Die meisten Anzeigen dürfen nur für Personen ab 18 geschalten werden, bis hin eben zu einer Grenze nach oben, maximal 65 plus. Man könnte weitere Standorte eingeben. Hier haben wir jetzt eben eingestellt Austria plus 25 Kilometer. Interessant wird es beim detaillierten Targeting hier bei den Interessen. Das sind, wie gesagt, diese Interessen, die uns, warum auch immer da Billa dabei steht, Facebook automatisch zugeordnet hat. Ja, Wolle und Schnittmuster, weiß nicht, ich bin kein Handarbeitsexperte, aber ich glaube, beim Häkeln braucht man keine Schnittmuster, das ist eher was für die Schneiderei. Tun wir es mal weg und schauen wir mal, wenn wir jetzt stattdessen hier Häkeln eingeben, das gibt es als Interesse, kann man ja auswählen, und wenn wir jetzt hier unsere Interessen eingeben, und Facebook wird da früher
sah man pro einzelnem Interesse direkt die Zahl der Interessenten. Da sind sie etwas geiziger geworden mit den Daten. Aber Sie sehen hier, je nachdem, was Sie da dazu eingeben, die geschätzte Zielgruppengröße Ihrer Anzeige. Wenn Sie mit diesen Interessen zufrieden sind, können Sie diese Zielgruppe speichern und wenn Ihr Bild entsprechend hochgeladen ist, mit dem nächsten Klick die Anzeige direkt schalten. Die geht dann nicht sofort online, sondern die wird von einem Facebook-Mitarbeiter geprüft und passiert in der Regel relativ schnell und funktioniert innerhalb von 30 Minuten und dann läuft die Anzeige. Solange, je nachdem, wie Sie eben den Laufzeitraum eingestellt haben, wie häufig wird die ausgespielt, das hängt von Ihrem Budget ab. Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, ist sozusagen die Quick and Dirty, die Schnelleinstiegsvariante von Facebook. Es gibt ein wesentlich detaillierteres Tool, den Werbeanzeigenmanager. Aber für das Grundverständnis von Kampagnen das hier einfacher. Und hier innerhalb dieses Werbeanzeigenmanagers haben Sie dann auch noch eine ganze Reihe von erweiterten Targeting-Möglichkeiten. Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, basiert auf grundlegenden demografischen Daten und ein paar Interessen, die man auswählt. Im ersten Teil der Vorlesung habe ich, als wir auf diese Werbeanzeige geklickt haben, habe ich Ihnen erklärt, was Retargeting und Lookalike-Audiences sind. Diese Audiences können Sie hier erstellen. Der Grund, warum die Buttons hier ausgegraut sind, ist, weil ich in diesem Werbeaccount keinen Tracking-Code hinterlegt habe von Facebook. Persönlich bin kein großer Fan von Tracking-Codes. Und genauso könnten Sie, wenn Sie Ihre Werbeanzeige hier in diesen Werbeanzeigen-Manager anlegen, wesentlich feingranuliertere Targeting-Optionen anlegen. Sie können Interessen hinzufügen und zugleich bestimmte Interessen ausschließen. Das heißt, Sie könnten sagen, ich möchte meine Werbung Personen anzeigen, die an Häkeln interessiert sind, aber nicht am Stricken. Und Sie können in diesem Tool auch automatisierte Split-Tests anlegen, also beispielsweise verschiedene Targeting-Optionen, aber genauso auch unterschiedliche Werbesujets gegeneinander abtesten und Sie bekommen dann am Ende bereits während der Laufzeit in Echtzeit eine Auswertung darüber, welches Ihrer Sujets beispielsweise besser funktioniert, häufiger geklickt wird. Das heißt, erfolgreiche Social-Media-Kampagnen erfordern, wie bereits erwähnt, viel Feintuning und viel Handarbeit. Auf anderen Social-Media-Plattformen sieht die grundlegende Struktur solcher Kampagnen sehr ähnlich aus. Ich zeige Ihnen hier nochmal den LinkedIn-Ad-Manager. Das ist dasselbe in blau, also eigentlich beides blau, Facebook ist ja auch blau. Der hat, wie Sie hier sehen, in etwa den Charme einer Excel-Tabelle. Ich befinde mich hier in meinem eigenen Ad-Manager und es gibt eben die Möglichkeit, verschiedene Kampagnengruppen anzulegen. Ich möchte Ihnen das auch gar nicht so im Detail zeigen, aber wenn Sie eine neue Kampagne starten, und das hier nur zum Vergleich von Facebook, dann wählen Sie einen Zeitplan, ein Budget und so weiter, das brauchen wir jetzt nicht im Detail ansehen. Im ersten Schritt geht es ebenfalls darum, ein Ziel auszuwählen. Brand Awareness würde bedeuten, Sie bezahlen dafür, dass Ihre Anzeige möglichst häufig ausgespielt wird, also sozusagen pro 1000 Impressions. Und dann gibt es eben auch hier Website-Besuche, also Klicks auf den externen Link, Engagement, Follower-Gewinnung bzw. Interaktion mit der Anzeige, Videoaufrufe, natürlich nur dann als Werbeziel auswählbar, wenn Sie auch ein Video als Werbung schalten. Und hier im Bereich Conversions haben wir diese Website-Conversions, wie gesagt, wenn Sie Newsletter-Abonnenten generieren möchten, Registrierungen für einen Shop und so weiter, LinkedIn-spezifisch Bewerbungen. Wir wissen ja, es gibt auch viele Recruiting-Funktionen auf der Plattform. Das heißt, Sie können auch Werbung speziell schalten, um Bewerber zu erhalten. Die wird dann etwas anders dargestellt und ausgespielt. Und ebenfalls ein LinkedIn-Spezifikum. Es gibt auch Lead-Generierungskampagnen, bei denen Personen Ihnen ohne LinkedIn zu verlassen und auf Ihre Webseite zu gehen, direkt auf der Seite Ihre E-Mail-Adresse übergeben können. Wir nehmen hier auch mal Website-Besuche, also Klicks sozusagen. Was ich Ihnen zeigen möchte im Vergleich, sind eben die Targeting-Möglichkeiten. Wir haben hier, wie eigentlich bei allen Ad-Managern, im ersten Schritt genauso die geografische Einschränkung. Hier ist standardmäßig Österreich eingestellt, weil wir uns eben gerade in Österreich befinden. Nächste Einstellung wäre die Profilsprache. Ist ein wenig misleading English
oder Englisch heißt eigentlich Default. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist hier, kommen wir zur eigentlichen Zielgruppendefinition. Und auf LinkedIn haben Sie eben hier die Möglichkeit, so, ich nehme das mal weg, Ihre Zielgruppen entweder über, genauso wie auf Facebook, über diese Retargeting-Möglichkeiten zu erstellen, das heißt, da brauchen Sie das Pixel, oder über Interessen. Die heißen hier allerdings nicht Interessen, sondern Zielgruppenattribute. Und wie bei Facebook, als ich vorhin Häkeln eingegeben habe, das bedeutet eben nicht notwendigerweise, dass alle diese Personen explizit auf ihrem Profil gesagt haben, ich interessiere mich für Häkeln, sondern von denen glaubt Facebook zumindest zu wissen, dass die ein Interesse an Häkeln haben. Hier bei LinkedIn, bei den Zielgruppenattributen, das sind lauter Primärdaten. Sie können nach Mitarbeiter in bestimmten Branchen, nach bestimmten Umsatz des Unternehmens und so weiter. Bei den demografischen Daten haben Sie Alter und Geschlecht ebenfalls zur Auswahl. Sie können nach Ausbildung targeten, auch nach Berufserfahrung. Wenn wir uns hier die Interessen und Merkmale anschauen, gehe hier mal auf Interessen der Mitglieder, da werden Sie sehen, die sind im Vergleich zu Facebook relativ breit gefächert. Und unter Technologie, da gibt es dann nochmal ein paar Untergruppen. Aber wenn Sie nochmal unter Datenverwaltung reingehen, da gibt es noch eine dritte Ebene. Aber das sind durch die Bank Daten, die mit sozusagen sehr konkreten Produktbezug haben. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Produkt bewerben möchten, das sehr gut oder wo die Zielgruppe sehr gut anhand dieser Kriterien identifizierbar ist. Ein Klassiker wäre jetzt beispielsweise, Sie kennen vielleicht SAP, eine populäre Datenbank, Business-Lösung im Unternehmensbereich. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, irgendein Analysemodul oder ein Zusatztool für SAP anbieten, dann wäre es natürlich naheliegend, auf LinkedIn Ihre Kampagne für Personen zu schalten, die Interesse an SAP haben oder die beispielsweise SAP sogar in ihrem Jobtitel haben. Die werden Sie über LinkedIn leichter finden als über Facebook. Wenn Sie die vegane Kosmetik, um bei dem vorigen Beispiel zu bleiben, bewerben möchten, dann werden Sie im Normalfall mit Facebook besser dran sein, weil, wie gesagt, Ihre Zielgruppe sind ja nicht Personen, die in der Kosmetikindustrie arbeiten, die könnten Sie über die Branche rausfinden, sondern potenzielle Nutzer. Und diese Art von Konsuminteressen findet man auf LinkedIn in der Form eben nicht. Abschließend sei noch erwähnt, dass Instagram, das ja zu Facebook gehört, wie Sie wissen, keinen eigenen Ad-Manager hat, sondern über diesen erwähnten Facebook-Business-Ad-Manager mitbespielt werden kann. Ja, so viel von meiner Seite als kurzer Einstieg zum Thema Social Media Advertising bzw. Struktur und Management von Kampagnen. Wie gehabt, bei der Abschlussprüfung, wie gesagt, werde ich natürlich nicht die einzelnen Details und die Optionen im Ad Manager abfragen und überprüfen, sondern es geht mir darum, dass Sie ein grundlegendes Verständnis für die Struktur und auch für die Targeting-Möglichkeiten solcher Kampagnen entwickeln. Und damit sage ich Dankeschön und wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder nächste Woche.